So Leute, willkommen zu diesem Video. Im Hintergrund wird erstmal so ein kleines Gameplay laufen. Haben wir gerade gespielt. Auf jeden Fall werden wir jetzt erstmal ein paar Mutterwitze hier erzählen oder auch Flachwitze, alles egal. Okay, dann fangen wir an. Deine Mutter stinkt sogar auf Fotos. Alter. Gute Nacht, gute Nacht. Warte, nee. Die besten Flachwitze, Flachwitze. Fortgeschrittene. Gute Nachricht, ich bekomme endlich den obersten Knopf meiner super engen Jeans zu. Schlechte Nachricht, habe sie leider nicht an. Hä? Okay, egal, weiter. Deine Mama schreit von der Toilette: Schaut mal, Kinder, ich bin ein 3D-Drucker. Okay. Was sitzt auf einem Baum und schreit aha? Ein Uhu im Sprachfehler, mit Sprachfehler. Wenn deine Mutter tanzen geht, bekommt der Begriff Walzer eine ganz neue Bedeutung. Oh Gott. Manze Metzger, ich hätte gerne Stierhoden. Der erwidert, ich auch. Okay, wenn deine Mutter pupst, klatschen die Stinktiere respektvoll Beifall. Patient, guten Morgen, Herr Doktor. Doktor, haben Sie ein Augenproblem? Patient, ja. Woher wissen Sie das? Doktor, Sie sind nicht durch die Tür durch die Tür, sondern durchs Fenster reingekommen. Deine Mutter arbeitet im Gefängnis als Bestrafung. Okay. Was machst du beruflich? Ich mache Schüsseln nach. Wie machen die Schüsseln so? Ja, okay, das habe ich irgendwie nicht kapiert. Egal, weiter. Deine Mutter hat Hausverbot im Zoo, weil es die Tiere verstört, wenn sie kommt. Ein Schneemann zum anderen. Lustig, ich riech auch Karotte. Deine Mutter steckt von beiden Seiten aus dem Bett. Klingelt man beim Metzger, dann sollte man sich nicht wundern, dass kein Schwein aufmacht. Deine Mu Mutter ist so hässlich. Warte. Deine Mutter ist so hässlich, sie wurde vor kurzem vom Psychiater. Knast eingestellt, vom Sexualstraftäter zu kurieren. Was ist das Weiße im Vogelkacker? Auch Man hat deine Mutter Vogelkacker. mit einer Bo Alter, Steffen. Man hat Okay. deine Mutter mit der Brotbruste aus dem Wald gelockt. Warum rennt euer Hund eigentlich jedes Mal in die Ecke, wenn es klingelt? Er ist nun mal ein Boxer. Deine Mutter heißt Dieter und ist die haarigste im Zoo. Du tanzt aber hübsch. Ich muss pinkeln. Das sind, wollen wir gleich mal stehen? Ja. Steffen, geh jetzt, sonst muss ich alles rausschneiden. Ja, auch. Ich finde keine guten Witze mehr. Egal, lies einfach irgendeinen vor. Okay. Deine Mutter kriegt beim Elternabend einen Klassenbucheintrag. Was ist grau und kann nicht fliegen? Eine fette Taube. Deine Mutter wird von Elfenbeinjägern verfolgt. Sag Verstehst mal, du? ja, sag mal, ist der Fisch immer so nervig? Ja, er stört, er ist ein Stör? Alles klar. Okay, den habe ich irgendwo nicht kapiert, auch beim Lesen nicht. Ja. Wenn deine Mama in den Fahrstuhl steigt, geht er nur nach unten. Also, wann geht ein Urwurm unter? Am Tag der offenen Tür.
Die NASA hat angerufen, deine Mutter zieht uns aus der Umlaufbahn. Wie kastriert man zuverlässig einen Kühlschrank? Kühlschrank auf, Eier raus, Tür zu. Deine Mutter arbeitet bei Dixi-Klo als Gestank. Gestank. Hast du dich verschluckt? Nö, ich bin noch da. Deine Mutter bellt, wenn's an der Tür klingelt. Wie war die Stimmung in der DDR? Sie hielten sich so ziemlich in Grenzen. Deine Mutter zündet einen Furz an und schreit: Flammenwerfer! Okay, Liebling, kannst du so ein... Liebling, kann ich so in diesem Kleid rausgehen? Ja, draußen ist ja schon... Es ist ja schon dunkel. Deine Mutter kriegt bei Fressnapf an der Kasse ein Leckerli. Anton, findest du, dass ich dir eine schlechte Mutter bin? Ich heiße Paul. Deine Mutter ist so hässlich. Sie arbeitet beim FBI als Blendgranate. Beim Arzt, kann kein Blut sehen. Aber warum denn nicht? Ich bin blind. Egal. Kennst du den 5-Sekunden-Witz? Ja, nach 5 Sekunden, das war er. Deine Mutter stöhnt bei Pupsen. Herr Doktor, keiner nimmt mich so ernst, wirklich ernst. Echt jetzt? Sie scherzen. Deine Mama hat in den Vorhof geschissen. Bitte wegmachen. Warum legen Hühner Eier? Wenn sie sie schmeißen würden, gehen sie doch kaputt. Deine Mama uriniert ins Babybecken. Sitzen zwei Fliegen auf einem Misthaufen. Plötzlich pupst die eine Fliege, sagt die andere: Hey, ich esse hier. Deine Mutter sitzt bei Brit und ist zu 99,81% dein Vater. Treffen sich zwei Gurken im Glas. Sagt dir eine zu der anderen: Lass mich auch mal ans Fenster. Deine Mama will dir unbedingt beim Scheißen zugucken. Vor welchem Tier haben Frauen am meisten Angst? Vor dem Vergewaltiger. Google Earth hat angerufen, deine Mutter ist zu fett. Was haben Elektriker in der Hose? Einen kurzen. Deine Mama arbeitet bei China als Raketenabwehrschild. Wie schellt der Affe an der Tür? King Kong, King Kong. Warum kann deine Mutter nicht sterben? Sie ist so fett, der Tod kommt an sie ran. Der Tod kommt nicht an sie ran. Warum fliegen Vögel im Winter zum Süden? Weil es einfacher ist, als zu Fuß zu gehen. Deine Mutter arbeitet bei der Losbude als Niete. Ich habe ein Brötchen angerufen, aber es war belegt. Okay. Deine Mutter klaut Flaschen von Pfandsammlern. Jetzt noch jeder einen. Ich mache jetzt eine, du noch einen. Okay. Ich guck mal jetzt nach einem richtig geilen hier. Ich hab einen. Alter, Toilettenpapier spielt schon immer eine große Rolle bei mir. Okay. Deine Mutter war als kleiner Junge schon hässlich. Okay, dann würde ich sagen, Leute, dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video hier wieder.
Ich werde mir erstes erstmal schneiden. Das ist unser erstes Video auf diesem Kanal. Eigentlich nicht, aber egal. Auf jeden Fall abonnieren. Wir haben erst 4. Das kriegen wir doch besser hin, oder? Jo. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und.